Willkommen zurück bei Far Cry. Es geht weiter. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch das Lager da unten ein bisschen aus. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was plündern. Waffen oder so. Man kann ja nie wissen, ob es neue Waffen oder sowas gibt. Erstmal muss ich gucken, wie ich mich jetzt hier am besten durchfighte. Da unten sind sie. Okay. Perfekt. Ui. Der wird doch tatsächlich eine in die Scheibe geschossen. Die bezahlst du, mein Freund. Der da oben? Nee. Hä? Wo hat der Arsch jetzt geschossen? Also irgendwo ist er. Da ist einer. Einmal. Uiuiui, von da oben. Ah, seht mal. Einmal hier und einmal da. Und dort rennt auch noch einer weg. Dort ist auch noch einer. Na, komm her. Okay, der hat wohl genug. Aber neue Waffen habt ihr jetzt nicht, oder? Nö, schade. Liegt dir's, oder? Klappt's? Durch. Schön in die Beine. So. Den noch? Ey, hier gibt's bestimmt tolle Sachen. War da einer? Nö. Nee. Also hier sind so Reparaturhallen. Was ist da drin? Auch nochmal eine. Aber bis jetzt nichts Besonderes. Da oben noch was? So. Den haben wir ja weggepulvert da oben. Nö, hier ist nix. Vielleicht da drin. Vielleicht noch eine Kugelsichere oder irgendwas. Ah, guck mal, hier gibt's Stiefel und Medizin und Spinte und Pornoheftchen. Wow. Was gibt's hier? Ui, Munition. Was ist das für eine Waffe? Ui, das könnte natürlich was Neues sein. Lass mal sehen, was ist das? Alter, ist das Teil geil, oder? Boah! Nehmen wir gleich noch ein bisschen Munition mit. Ich habe doch gleich gedacht, dass es hier neue Waffen gibt. Natürlich, Mann. Geil! Das Teil ist ja mal richtig Hammer. Kann man da noch mehr zoomen? Nee. Schade, aber das Teil ist echt gut. Okay. Bisschen Munition. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich hatte das jetzt echt nicht gewusst. Das war jetzt reine Spekulation, dass es hier vielleicht noch Waffen gibt. Dann gehen wir mal da hoch. Cool. Los, hoch auf den Berg. Voll modern, das Ding. Hey, sieht man von hier aus das Schiff, wo wir suchen müssen? Nee, es müsste irgendwo in der Richtung liegen. Da ist ein Masten. Ah, okay. Dann ist es da gleich da drüben. Was haben wir hier noch? Auch nochmal Munition. Cool. Da wird es sich ja fast wieder lohnen, ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Könnte ich eigentlich die Schrotflinte weg und ein Scharfschützengewehr nehmen. Wenn man eins... Das Ding ist geil. Das Teil ist ja hammergeil. Mein neuer bester Freund, ey.
Vor allem, man kann viel mehr Munition ins Magazin reinmachen. 40 Schuss. Ist natürlich schon ein bisschen vorteilhafter. Okay. Sammeln wir noch das Zeug hier ein. Wie gesagt, da wird es sich ja echt lohnen, ein Scharfschützengewehr zu suchen. Wo war nochmal ein Scharfschütze? Der war, glaube ich, hier drauf, ne? Da können wir eigentlich dies hier mal ablegen, das Schrotgewehr. Das brauchen wir eigentlich gerade nicht, weil wir sind ja sowieso im offenen Kampf. Also ziemlich weit distanziert. So. Gehen wir mal da hoch und gucken, ob die noch da liegt. War ja ein Schnitt zwischendurch drin und Spiel beendet und alles. Aber vielleicht gibt's... Die gibt's noch! Oh, heilige Scheiße. Weg mit dem Schrotgewehr, halt. Falsche Taste, J. Geil! 5 Schuss, 30 Schuss. Cool. Okay. So, jetzt sind wir aber voll bewaffnet, haben das Lager ausgeräumt und können jetzt das Schiff suchen. Wir haben es ja eigentlich auch schon fast gefunden. Das ist ja, wenn das der Masten ist vom Schiff, ich weiß es nicht. Werden wir aber gleich sehen. Jetzt schippern wir erstmal rüber. Müsste eigentlich gleich... Ah, guck mal, da ist es. Ah, okay, das war der Masten. Jetzt gucken wir aber erstmal, was es auf dem Schiff gibt. Er wird schwer bewacht, aber ich glaube, ich schaffe es. Okay, da haben wir einmal einen Raketenwerfer. Und Wachen. Und nochmal einen Raketenwerfer. Und die haben uns gesehen. Okay, ganz schlecht, weg. Aber die snipen wir jetzt einfach mal kurz weg hier. Wir versuchen es mal. Ah, ich rutsche. Sniper. Scheiße. Okay, jetzt heißt es liegen. Das war knapp. Ach du Scheiße. Nummer 1. Nummer 2. Da ist auch noch einer. Nummer 3. Wo ist jetzt der letzte? Ich glaube, das war auch nur so ein Raketenwerfer, ne? Schauen wir mal hier ums Eckle. Da ist er. Bäm! Alle weg. Jawohl, alle tot. Haha. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur rüberschwimmen. Und das Schiff räumen. Und irgendwie versenken. Irgendwie. Das hört sich wieder gut an. Irgendwie. Ich habe gar keinen Sprengstoff mehr. Na gut, wir bohren einfach ein Loch unten rein. Vielleicht geht es dann kaputt. Boot haben wir jetzt leider keins. Scheiße. Das ist jetzt natürlich doof. Hm. Mal Ewigkeiten darüber schwimmen. Tja, egal. Wir haben ja Zeit. Alle Zeit der Welt. Bisschen tauchen, vielleicht finden wir eine Perle. Hui. Nee, da gibt's nur Sand. Alles voller Sand. Langweiliger, öder Sand. Ein paar Blumen. Sonst nix. Nö. Okay. Können wir aber da hochgehen. Zip. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das Teil überhaupt versenken sollen. Zumindest mal blinkt was. Vielleicht haben sie ja irgendwo schon Sprengstoff angebracht für den Notfall und ich muss ihn nur noch aktivieren. Oder auf irgendwelche Fässer schießen oder... Keine Ahnung. Gehen wir halt einfach mal rauf. Aber Vorsicht, ob noch was lebt. Erstmal durchsucht man das hier Ganze. Ob da noch irgendwas am Leben ist. Moment, nicht, dass man hier oben... Ah, Paragliding.
von irgendwoher noch Überraschungsbesuch bekommen. Wie sieht's hinten aus? Nee, ist auch nix. Türen gehen eh nicht auf. So. Wie sieht's hier aus? Hier oben? Nee. Oh! Arschloch! Da war einer. Seht ihr? So ein Arschloch. Okay, ganz oben. Hier. Nee, nichts mehr. Okay. So, und wo sollen wir das jetzt sprengen? Hä? Hallo? Zerstören Sie den Frachter. Ich nichts wissen, was, wie. Normal müsste doch hier irgendwas sein. Hier blinkt es zumindest mal. Hä? Ist es Bug? Muss man da hoch, oder was? Ja, aber da komme ich doch nicht hoch. Ja, wieso soll ich auch da oben den... Ah, ich glaube, man kann noch reingehen. Ach, guck mal hier. Hier mal eine Knarre rausholen. Ah, Sprengstoff. So sieht's nämlich aus. Okay, das ist ja geil. Okay, gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir den anbringen. Wahrscheinlich auch da oben irgendwo. Ne, halt eher wenn dann unten. Aber das machen wir nicht in diesem Part. Das machen wir im nächsten. Bleibt auf jeden Fall dran. Ciao.